Bei dieser Sommerhitze, da herrscht Waldbrandgefahr und die Feuerwehren im Land müssen also schnell reagieren können, wenn ein Feuer losbricht. Das bedeutet für die Männer und Frauen, die sich dort engagieren, auch fit zu sein und natürlich auch zu wissen, was sie tun. Deshalb betreiben viele Feuerwehren auch Feuerwehrsport. Und jetzt gab es wieder einen internationalen Wettbewerb, nämlich die Feuerwehr-Olympiade. Und so sieht das dann aus, wenn es um Schnelligkeit und Geschicklichkeit geht. Insgesamt 2650 Wettkämpfer aus 20 Nationen traten in Celje gegeneinander an. Und da messen sich nur die Besten der Besten in diesem Sport. Wie hier bei der 100 Meter Hindernisbahn zum Beispiel. Und mittendrin 10 Frauen aus Mecklenburg-Vorpommern. Mit 3 Betreuern waren sie eine Woche dort und sie waren erfolgreich. Eine Bronzemedaille haben sie geholt in 4x100 Meter Hindernisstaffel. Tja, Gratulation. Jetzt sind sie bei mir, nämlich Sophia Wolf und auch der Teamleiter der Landesauswahl Mecklenburg-Vorpommern, Georg Limbach. Ja, herzlichen Glückwunsch für diesen Erfolg in voller Montur. Mich interessiert natürlich, wie haben es heute heiß, aber das war dort wahrscheinlich auch sehr heiß. Also was war sozusagen für dich, wie hast du den Wettkampf erlebt, wie hart war das? Also ja, jetzt war im Vergleich zu uns hier in Deutschland, war es in Slowenien schon sehr heiß. Die Temperaturen waren schon grenzwertig. Und für die Wettkämpfe hat das natürlich auch, sag ich mal, den Nerven an der Grenze, weil es halt wirklich heiß war. Und die Wettkämpfe waren dadurch, sag ich jetzt mal, noch schwieriger. Aber ich finde, wir haben insgesamt alles sehr gut gemeistert. Und insgesamt. Welche Position hast du da gemacht? Wir dürfen du sagen, weil man hat mir gesagt, Kameraden duzen sich. Ja, also ich bin alle Einzeldisziplinen gelaufen, also das Hakenleitersteigen und die 100 Meter Hindernisbahn. Mhm. Und im Löschangriff nass bin ich das linke Strahlrohr gelaufen, also den linken Angriff nach vorne. Und dann bin ich noch in der zweiten Staffel gelaufen, auf der Position des Balkens. Das hört sich jetzt alles wirklich großartig an. Können wir vielleicht mal reinschauen? Wir haben nämlich ein paar Bilder zusammengestellt. Und ihr könnt das ja aber vielleicht ein bisschen kommentieren, das, was wir da sehen. Genau, hier sieht man das Hakenleitersteigen. Die Frauen laufen 32 Meter an und müssen dann schnellstmöglich auf eine Leiter, die bloß eingehangen ist in den Turm, in die erste Etage springen. Und hier sieht man die Staffel. Das ist unsere Staffel, die auch die Bronze gewonnen hat. Die erste über das Dach geht's da. Genau, über ein Haus rüber, die Leiter steht nur dran. Und am Ende, die letzte Läuferin muss dann ein Feuer im Vorbeilaufen löschen, mit einem Feuerlöscher und in voller Montur, also auch in Feuerschutzkleidung und dann durchs Ziel laufen. Mhm. Was ist so die größte Herausforderung für dich ganz konkret? Also für mich war es wirklich das Hakenleitersteigen. Wie viele Meter sind das? Ich weiß gar nicht so genau. Ersten Stock, oder? Circa 5 Meter. Aber ich fand so den Einstieg und dann das so hochkommen mit dem Anlauf fand ich schon ein bisschen schwierig. Aber ich finde, ich habe es trotzdem gut gemeistert dafür. Ja, und dann habe ich ja auch gesehen, in voller Montur. Was hat man da, was hat man da alles an? Wie schwer ist das? Also wir haben natürlich unsere Wettkampfkleidung an, zum Beispiel unser Team MV-Trikot, entweder lang oder kurz. Also in den Mannschaftsdisziplinen haben wir immer lang getragen und in den Einzeldisziplinen war es uns freigestellt. Da haben wir dann je nach Tag immer entschieden, was wir getragen haben. Zudem halt noch unsere Sportschuhe. Ein Koppel ist in den meisten Disziplinen auch dabei und dann halt noch unser Helm, damit wir immer gesichert sind, falls wir stürzen würden oder so. Nun kommen ja die Frauen und auch Männer machen ja auch mit, darf man ja nicht hier vergessen. Die kommen ja aus dem ganzen Land. Wie bereitet man sich eigentlich auf eine Feuerwehr-Olympiade vor? Ja, also das war jetzt relativ kurzfristig. Das wurde nachgeholt, genauso wie die Deutsche Meisterschaft. Die war an Pfingsten. Das heißt, wir hatten knapp 6 Wochen Zeit, uns vorzubereiten. Ein bisschen andere Regularien waren dort. Und ich glaube, wir haben es geschafft, dass wir 7-mal zusammengekommen sind in dieser kurzen Zeit. Und an verschiedenen Trainingsstandorten haben wir die Ausrüstung, die vor Ort ist, genutzt, um uns bestmöglich vorzubereiten. Feuerwehr ist ja nicht nur Feuerwehr. Warum machst du mit? Ja, also einmal, weil ich würde sagen, unser Dorf ist schon sehr bekannt für Feuerwehrsport. Und du kommst aus Charlottenthal, das ist in der Nähe vom Krakauer See, ne? Genau. Ja, unser Dorf ist schon ein bisschen bekannt für Feuerwehrsport und auch durch meine Schwester bin ich dazu gekommen. Ich bin auch in der Kinderfeuerwehr gewesen, Jugendfeuerwehr und jetzt bin ich auch in der aktiven Feuerwehr tätig. Mhm. Und dann hat mich das einfach gereizt, halt in den Feuerwehrsport zu gehen. Und jetzt bin ich mittlerweile, glaube ich, schon seit 3 Jahren dabei und es macht mir sehr viel Spaß und ich möchte mich weiter verbessern. Genau, und es geht nicht nur um Sport, sondern auch um Teambildung. Wahrscheinlich entstehen auch Freundschaften bei Ihnen. Genau, also wir haben jetzt
unabhängig von unserer Mannschaft dort auch wieder andere Mannschaften getroffen, die wir auch schon bei anderen internationalen Wettkämpfen getroffen haben. Und teilweise spricht man sich schon mit Vornamen an, oder generell spricht man sich mit Vornamen an, aber man kennt sich schon, man ist per Du und hat wieder gefreut, auch die anderen Nationen wieder zu sehen. Dann feiern Sie schön Ihren Erfolg und vielen, vielen Dank, dass Sie heute beide bei uns waren, Sophia Wolf und Georg Limbach. Danke. Danke. Sehr gerne.